Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Donnerstagmorgen, Illershöhe, einen Tag nach dem 0:1 gegen den SV Jahn Regensburg beim VfL Osnabrück. Wir begrüßen Timo Beermann zum Interview. Vielen Dank, dass du Zeit hast heute für uns. Nach der leider neuerlichen Heimliegerlage, wie fühlt man sich denn schon so in diesem untäglich grüßtes Murmeltierfilm nach der 11. Heimpleite in Folge? Ja, schlecht natürlich. Ne? Die Enttäuschung ist groß und so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und von daher war die Stimmung schon mal besser. Mhm. Lass mal ein bisschen ins Spiel gehen. Die Anfangsphase war unserer Ansicht nach sehr verteilt, bevor dann Regensburg so nach einer Viertelstunde schon merklicher das Kommando übernommen hat. Was uns aufgefallen ist, dass es euch dann, wenn der Gegner mal richtig Druck macht, oft schwerfällt, euch auch zu befreien von hinten dann. Ne? Mal nachhaltig dann selber was entgegenzusetzen. Wie sehr fehlt denn deiner Meinung nach vielleicht auch mal so ein Spieler, der dann auch mal Bälle vorne festmachen kann, wenn es darum geht, die Bälle einfach mal rauszuschlagen und dann halt die nicht sofort wieder zurückkommen? Klar, so einen Spieler möchte jede Mannschaft im Team haben. Das stimmt schon. Wir brauchen vorne dann, wenn man lange Bälle schlägt, das viele Mannschaften in der Liga auch immer mal wieder machen, braucht man halt jemanden. Wir machen das teilweise auch nicht so verkehrt, aber wir müssen dann auch vernünftig nachrücken. Und selbst wenn der erste Ball nicht bei uns ist, müssen wir halt besser auf die zweiten oder dritten Bälle sein. Und das ist sicher ein Punkt, um dann uns besser zu befreien, vernünftig nachrücken zu können, das Spielfeld eng halten zu können. Und das schaffen wir dann in diesen Phasen leider nicht. Wenn du selber das Spiel analysierst gestern, würdest du sagen, verdiente Niederlage oder schon eher Pech? Ja, wenn man am Ende verliert, ist es immer irgendwie verdient. Natürlich ist es ärgerlich mit dem Elfmeter, dass wir das Spiel verloren haben. Aber ja, am Ende des Tages muss man einfach sagen, wir waren wieder viel zu selten, zu zwingend im letzten Drittel. Haben es diesmal eigentlich ganz gut verteidigt im Gegensatz zu Eintracht Braunschweig. Und aber wieder ein Gegentor bekommen, wieder keins geschossen. Und von daher brauchen wir nicht drüber reden, ob irgendwas verdient oder unverdient ist. Mhm. Lass kurz über den Elfmeter sprechen. Wie hast du die Szene wahrgenommen und beurteilst jetzt die Entscheidung im Nachhinein? Vielleicht auch, du hast ja bestimmt auch noch mal Fernsehbilder gesehen, ne? Ich muss sagen, ich habe die Szene jetzt gar nicht mehr gesehen, aber so wie ich es im Spiel halt gesehen habe, es kommt ein Chipball auf den Stürmer, er steht mit dem Rücken zum Tor, eigentlich ziemlich schwierig für ihn, was damit zu machen. Und Guga klammert halt, ich finde mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gibt man ihn nicht, gerade weil ich auch Verteidiger bin. Die Stürmer arbeiten auch so viel, ich finde auch, dass wir da arbeiten dürfen und von daher, klar ärgerlich, aber Guga weiß selber, dass es nicht, dass er sich da ein bisschen dumm angestellt hat und dass der Schiri das dann bestraft hat. Trotzdem finde ich, dass man ihn nicht unbedingt geben muss. Mhm. Ihr habt euer System umgestellt unter Markus Feldhoff, macht jetzt so eine Art 3-3-2-2, so haben wir es immer aufgeschrieben. Bisschen andere Raumaufteilung, auch bisschen andere Zuordnung auf die Gegenspieler, wenn die dann ihr Spiel aufbauen und nach vorne spielen. Wie siehst du die Umstellung? Hat das was gebracht bis hierhin? Ja, grundsätzlich, ob es was bringt oder nicht, ist eigentlich wichtig sind die Punkte. Die haben wir halt, klar haben wir jetzt 4 Punkte geholt aus den Spielen, aber Fakt ist, dass das trotzdem zu wenig war. Vor allem die Gegner, die wir hatten, die sind auch in unserem, auf unserer Wellenlänge eigentlich. Und deshalb haben wir dafür zu wenig Punkte geholt. Grundsätzlich glaube ich, dass wir häufiger zu im Ansatz gefährlichen Chancen kommen als noch davor, aber dennoch reicht das noch nicht aus. Mhm. Ihr hattet ja auch noch gut Zeit. Die Konter von Regensburg habt ihr dann auch ganz gut unterbunden gekriegt, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit. Da waren schon klar, es ist dann versucht mit schnellen Angriffen, aber da wart ihr da. Nach vorne allerdings jetzt nicht so furchtbar viele Chancen. Du hast gerade schon ein, zwei Sachen gesagt. Wie hat sich denn euer Spiel nach vorne verändert mit dem neuen System? Wobei ihr dann auch jetzt gestern dann auch ein bisschen anders gespielt habt, als David Blacher ja reingekommen ist, ne? Ja, wir haben halt zwei Außenverteidiger, die immer mitmarschieren können. Wenn man eine Viererkette spielt, ist es häufig so, dass ein Außenverteidiger mit zur Absicherung bleibt. So können die beiden Außenverteidiger mitmarschieren, können häufig anschieben. Gerade Wolle und Baschi machen das ja auch. Ich denke, Wolle ist da auch wieder, Baschi sowieso, der marschiert ja wie sonst was eigentlich da. Und Wolle auch ohne Ende rauf und runter. Aber
Fakt ist einfach, dass wir im letzten Drittel, und das ist fast bei allen der Fall, wenn man schießen kann, dann legt man nochmal quer. Wenn man vielleicht die Flanke suchen sollte, dann schießt man. Und wenn man zurücklegen sollte, dann spielen wir lieber vorher. Es werden oft die falschen Entscheidungen getroffen. Und es fehlt einfach auch die letzte Genauigkeit dann, um richtig gefährlich zu sein. Und aus diesen, so im Ansatz guten Chancen, die wir auch eigentlich jetzt in den letzten Spielen immer hatten, 100%ige Torschancen zu machen oder 80-90%ige, wo man dann irgendwie aus 12, 14 Metern dann nochmal frei zum Schuss kommt. Und ja, das ist ein großes Problem bei uns. Mhm. 6 Spiele sind noch übrig. Wie viele Punkte glaubst du, müssen es noch sein, damit eine Chance besteht, dass es klappt mit dem Klassenerhalt? Muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht gerechnet. Wir müssen einfach von zum nächsten Spiel schauen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir punkten. Wir brauchen auch gar nicht auf die anderen gucken, weil beziehungsweise im Endeffekt muss man natürlich dann auch hoffen, dass sie, aber es bringt nichts. Wir müssen einfach mal selber jetzt gewinnen. Von daher, wie viele Punkte wir da am Ende brauchen, das ist schwierig zu sagen. Wie sehr macht es die Hoffnung, dass vielleicht so ein, zwei Alternativen ja auch mit zurückkommen? Etienne Amenido hat gestern wieder ein paar Minuten gespielt, Jay Rogott hat seinen zweiten Einsatz gemacht, wobei man bei ihm natürlich schon sieht, dass er jetzt lange nicht gespielt hat vorher. Ne? Aber könnte ja besser werden auch, wobei die Spiele weniger werden, aber sie kommen mehr zum Einsatz. Sind das Sachen, wo ihr auch als Mannschaft sagt, da können wir uns noch ein bisschen dran hochziehen, weil die Alternativen halt mehr werden? Auch Jungs, die vielleicht einen Unterschied machen können? Ja, dass Etty ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler sein kann. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Und wenn er fit ist und uns helfen kann, das freut uns das natürlich. Und Jay, was will man da groß erwarten? Er ist noch nicht so lange bei uns. Hinzu kommt, dass er ewig verletzt war. Ich glaube, da können wir einfach froh sein, dass er jetzt gesund ist. Und ich glaube, so klar sieht das dann auch teilweise so aus, als wenn er noch nicht so lang dabei ist. Aber trotzdem stellt er dann im Sturm auch irgendwie was dar, wenn mal lange Bälle kommen. Wenn ich an die Chance von Baschi in der 92. Minute denke, ich glaube, wenn Jay da nicht einfach so steht, zwei Spieler bindet und Baschi hinten am langen Pfosten dann so frei steht, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Und klar, wir müssen jetzt einfach hoffen und zusehen, dass wir fit bleiben, dass wir gesund bleiben. Christian hat sich gestern verletzt, Uli hat sich verletzt. Ich weiß aber noch gar nicht genau, was da ist. Und dass wir viele Alternativen haben. Und das ist einfach wichtig. Mhm. Letzte Frage, so Stichwort Selbstvertrauen oder auch Stimmung in der Mannschaft. Hast du den Eindruck, dass es so diese Niederlagenserie schon einen Knacks hinterlassen hat? Weil klar, ihr sagt immer, wir müssen das hinter uns lassen, aber es fällt sicher nicht leicht. Natürlich fällt das nicht leicht. Wie wird das leicht fallen? Ne? Das wird keiner Mannschaft leicht fallen. Trotzdem ist es nun mal so, dass es weitergehen muss. Es geht immer weiter und das muss auch unser Motto sein. Wir müssen einfach weiter dran glauben. Es sind noch 6 Spiele zu spielen, das hast du eben selber gesagt. Und von daher haben wir noch alle Möglichkeiten. Und das muss auch in jedem Kopf drin sein. Viel Erfolg dabei. Toi, toi, toi. Danke. Und Dankeschön. Jo.